Willkommen zurück zu Digimon World Next Order. Wir sind wieder mit unserem lustigen Champion-Team unterwegs und stehen momentan irgendwie vor einer Steinwand, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir sollten wirklich mal gucken, dass wir ein paar Kämpfe hinkriegen, in denen wir Bits sammeln, Wert erhöhen und was nicht alles. Weil momentan sind unsere Ressourcen ziemlich knapp, was alles angeht. Also sollten wir wirklich mal ein bisschen durch die Gegend reisen und einfach sammeln, Bits holen und was nicht alles. Ich habe so das Gefühl, wir können nicht mal die Stufe 10 Numemon-Könige wirklich herausfordern, die hier vorne auftauchen. Von daher, ich weiß nicht, ob das Superbosse sein sollen. Ich habe also das Gefühl, wir sollten eigentlich in der Lage sein, sowas zu killen inzwischen. Immerhin sind wir jetzt an einer Stelle, wo wir gegen ein Mega-Level kämpfen sollen. Und da steht auch ein Ultra-Level-Garudamon einfach so irgendwo rum, das wir theoretisch herausfordern könnten. Wir gehen jetzt erstmal hier in Richtung Waldweg. Da gibt es nämlich immer noch einen Weg, den wir noch gar nicht erkunden konnten. Da hinten bei Rina dran vorbei. Und unterwegs würde ich sagen, killen wir ein paar Aruramons. Die sollten ja eigentlich mal eben so zu erledigen sein. Unterwegs kann ich auch mal gucken, ob eigentlich Zeit vergeht, während wir kämpfen. Weil das ist was, wo ich noch nie so richtig drauf geachtet habe. Und wenn keine Zeit vergeht, dann können wir einfach Digimon umbolzen und dadurch unsere Stats erhöhen. Schauen wir mal. Ne, ist keine Zeit vergangen in dem Kampf. Das ist doch gut. Das heißt, wir können einfach Digimon über Digimon umbolzen hier draußen stehen. Das ist eigentlich eine viel bessere Trainingsmethode. Wobei ich mal denke, dass uns das auch irgendwie müde machen wird mit der Zeit. Ist die Frage, ob es sich lohnt, diese kleinen Aruramons hier herauszufordern oder ob das unsere Ausdauer zu sehr senkt. Schauen wir mal eben auf Digimon. Kommt mal her. Ausdauer sagt 3 Striche. Okay, da vorne ist irgendwo noch ein Aruramon. Wir kämpfen mal gegen das... Na, wir müssen aufs Klo, super. Kämpfen mal gegen das Aruramon und dann... Zack, Spin to Win. Boom! Erledigt. Digisprössling. Kriegen wir einen Strich dazu. Okay, also Aruramon zu besiegen ist gut und schön, aber... Ja, ja, hat er gut gemacht. Aber es gibt uns auch jedes Mal einen Erschöpfungsstrich dazu. Ist also... auch nicht ganz ohne. Es ist nicht so, dass wir da wirklich eine quasi umsonst trainieren Methode mitgefunden hätten. Ja, ja, das Klo ist da direkt hier vorne. Wir gehen mal ganz kurz die paar Schritte hier rüber. Gibt's hier ein Klo? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz austreten. Wohin willst du austreten? Na, Ebene, weiter hoch Ebene. Ja, ja, wie gesagt, sind ja nur ein paar Schritte. Das schaffen wir irgendwie. Denke ich mal. Hier, Klo. Viel Spaß, ihr beiden. Ist hier ein Klo? Ja, hier. Kaboom! Jupp, Problem gelöst. Freude ist gestiegen, das ist schön. Ja, und dann geht das mal weiter, du. Na, Ebene, Waldweg. Die Aruramons sind natürlich wieder da. Na gut, die lassen wir jetzt in Ruhe. Das bringt ja dann nichts, gegen die anzutreten. Das verschwendet ja quasi unsere Ressourcen, weil wir damit unsere Müdigkeit erhöhen. Machen wir uns mal den Digisprössling hier vorne. Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir davon an den Red Vegemons mal wieder vorbeikommen. Ist das schon eine Weile her, dass wir uns an denen vorbeigekämpft haben. Mal gucken, ob wir stark genug dafür sind, problemlos an denen vorbeizukommen. Unterwegs kriegen wir noch ein paar Nüsse hier vorne. Der kommt zu uns. Ist nett von ihm. Hört sich aber auch irgendwie so. Andere geht weg. Zack, Attacke. So, schauen wir mal, dass wir die Attacken blocken und das nicht alles. Oh, blocken, einfach was tun. Was macht er? Achso, er geht zu Cubimon. Cubimon blocken. Er macht Spin to Win, aber wir haben es komplett geblockt. Er greift nochmal an, das ist aber glaube ich der Single Target. Dann macht er Spin to Win bitte. Bam, sehr gut. Ja, haben trotzdem ordentlich Schaden genommen, glaube ich. Ding, ding, ding. Ginseng erhalten. Ja, soweit so gut. Haben wir jetzt nichts wirklich Sinnvolles für gekriegt, aber wir können auf jeden Fall hier vorne durch. Na, Ebene, Höhleneingang. Ach ja, der ist ja auch noch da. Aruramon will uns noch immer was über Blumen erzählen. Heute geht es um die abrupte Kirschblüte. Steht für Ständigkeit. Sie blüht schnell, verblüht aber auch ebenso rasch. Partner, Freude und Giss erhöht. Komm morgen wieder, wenn du immer noch Interesse an Blumen hast. Ja, ich überleg's mir. Da vorne war immer noch irgendwo Renamon. Jetzt, wo wir einen Cubimon haben, vielleicht interagiert das irgendwie miteinander. Schauen wir mal, ob wir uns hier irgendwie an den Gabumons vorbeischleichen können.
Ich schätze mal, die Devimons kommen wir nicht einfach so vorbei. Wir bauen hier vorne erstmal Kupfer ab. Dadum, dadum. Weil das Spiel mich lässt. Zu viele, zu viele, zu viele. Wollen die alle mit mir kämpfen? Oh je, yeah, das wird ein Kampf. Okay. Drei Demi-Devimons. Du machst mal bitte Sprinterin da vorne. Ich sehe nichts. Oh, wir haben gerade einen heftigen Schlag mit Cubimon abgekriegt. Halt mal schnell bitte Cubimon. Okay. So, einer ist down. Sehr gut. Blockst du gerade? Ich hoffe, du blockst gerade. Wir haben auch noch einen Gabumon mit hier in den Kampf gekriegt. Was ist denn für ein Team jetzt? Ich muss immer noch nicht so weit weg. Du schmeißt bitte noch eine Heilungsdis. Du hast mir noch beide geschmissen, aber ist schon okay. Ah, sehr gut. Er kann reingehen für Spin to Win. Spin! Bam! Sehr guter Treffer. Sehr, sehr guter Treffer. Und Spin to Win. GG! Heilungsdisk, mittlere Heilungsdisk, Fleisch und ein paar gute Stats dazu gekriegt. Sehr gut. Kann ich mit leben. Ja, Rina steht immer noch da vorne rum, aber die ist nicht so relevant. An dem Demi-Devimon werde ich wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Gucken wir mal. Oh. Ich schaff's tatsächlich hier. Nein, ich schaff's nicht, tatsächlich dahin zu kommen. Wow. Das war beeindruckend. Na gut, dann nicht. Komm, das ist nur ein Demi-Devimon, das können wir mal eben umspinnen. Zack, bam, ist erledigt. Nice. Ding, ding, ding. 50 Bits erhalten, immerhin. Und wir wurden wieder Kilometer weit weg teleportiert. Was liegt denn hier? Die Gesprösslinge. Oh, okay. Ich dachte, das war irgendwas Interessantes. Außerdem die Geschwarzholz, die Geweißholz. Das müssten wir theoretisch noch einsammeln. Nehmen wir gleich mal ein bisschen was mit. Oh, Lataumon. Oh, der redet tatsächlich jetzt mit uns mal bei Taumon kennen. Okay. Fast konnte ich dir das ultimative Gericht servieren. Was ist los? Oh, ich hatte nicht erwartet, hier einen Menschen zu sehen. Ein seltener Anblick. Und vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe eine Bitte an dich, edler Mensch. Mein Name ist Rinamon. Ich war Lord Taumons Koch. Ich sollte ein Mahl zubereiten, einen warmen Gaumenschmaus. Ich ersann ein Rezept und suchte nach den Zutaten. Doch, dann verschwand Lord Taumon. Ich weigere mich aber aufzugeben, diese Speise, in die ich all mein Können gesteckt habe. Ich will, dass mein Lord sie kostet. Und dann kam ein Gedanke, wenn ich hier ein Bankett ausrichte, wird mein Lord sicherlich erscheinen. Also habe ich weiter nach den Zutaten gesucht. Eine davon will mir jedoch leider immer wieder entwischen. Die einzige Zutat, die mir noch fehlt, ist ein Digi-Karpfen. Ich kann mich nur an dich wenden. Ich bin ein armer Diener und brauche deine Hilfe. Na gut, ich werde dir helfen. Wirklich, ich danke dir, gütiger Mensch. Nun denn, bitte fang einen Digi-Karpfen für mich. Ich überlasse die Angelegenheit deinen fähigen Händen. Er muss frisch sein, also bitte bring ihn schnell zu mir. Okay, Digi-Karpfen besorgen. Und ich glaube, die Truppe da vorne hat mich gerade gesehen. Wir müssen mal ganz schnell wegrennen. Ich habe keine Lust, gegen die ganzen Gabumonster vorne zu kämpfen. Sehr gut, sie haben, glaube ich, aufgegeben. Cup Mods! Eintrittscup. Das erste Mal, dass wir bei Cup Mods ankommen. Und hier ist ein Klo. Außerdem sind hier Sidequests. Black Agumon und Black Gabumon. Aber wir sind noch Champions in dem Gebiet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit denen überhaupt reden will. Ehrlich gesagt. Die sehen gefährlich aus. Wir trinken mal hier vorne die Flüssigkeit. Dreimal Tiki-Tiefsee, doch so viel. Leute, ihr habt Hunger, habe ich gehört. Es gibt was zu essen. Items. Erstmal gibt es für L gibt es Heilungsdisks. Zwei Stück. Und dann gibt es für beide ein bisschen Fleisch. Gohan Time. Da vorne steht noch jemand rum. Weiß nicht, ob ich hier mit irgendwas kommunizieren will. Ehrlich gesagt, das ist. Ist das Belzemon? Ich speicher jetzt. Es ist mir zu gefährlich hier. Jo. Speichern. Ach, das ist Stingmon. Ich bin Stingmon. Ich habe dir im Moment nichts zu sagen. Cool. Sehr kommunikativ von dir. Das ist geil. Dann haben wir hier. Jetzt haben wir Digi-Eisen, einmal Digi-Kupfer. Dumm, dumm. Digi-Eisen, Digi-Kupfer. Können wir vielleicht später noch ein bisschen was mitnehmen. Erstmal gucken, was hier vorne noch ist. Da spüren wir nämlich noch etwas. Neben dem Saber-Dramon da steht. Das Imperial-Dramon? Hi! Ach, Pale-Dramon. Du hast meine Hilfe noch nicht verdient. Cool. Nimm das weg! Nimm das weg! Kap-Mod. Mod-Schiff 1.0. Aha. Schiffe sind gemoddet.
Ich glaube, wir sollten hier noch nicht sein. Wenn ich den Digimon hier so zuhöre. Oh, guck mal, Seedramon. Hey, Seedramon. Hey, du. Du siehst, als ob du was vom Angeln verstehst. Nicht so richtig. Ich bin Seedramon. Ich will in der Stadt einen Angelteich anlegen, aber ich kriege einfach nicht genug Fische zusammen. Da brauche ich jemanden, der Ahnung vom Angeln hat. Ich will, dass du ein paar Fische fängst. Ich brauche ein paar Digi-Setzlinge, Digi-Krustentiere und Digi-Koi. Wie sieht's aus? Magst du mir helfen? Boah, ein paar Fische kommen sofort. Willst du mir welche angeln? Alles klar. Ich sag dir sicherheitshalber nochmal, welche Fische ich brauche. Jeweils ein Digi-Setzling, ein Digi-Krustentier und ein Digi-Koi. Danke schon mal. Ja, und Digi-Karpfen brauchen wir auch noch für einen anderen Quest. Die Frage ist, können wir hier irgendwo angeln? Gucken wir mal eben unsere Digi-Mail nach. Damit ist bestimmt von Renamon und Seedramon die Quests drin. Jop, Digi-Karpfen. Das ist das Einzige, das ich brauche. Ich freue mich auf gute Neuigkeiten. Und ich brauche Digi-Setzling, Digi-Kois für meinen Angelteich und Digi-Karauschen. Stand ja nicht immer von Krustentieren. Egal, Karauschen. Karte, ist hier irgendwo ein Angelplatz? Ja, direkt da vorne war ein Angelplatz. Da vorne drauf kann ich sowieso nicht, weil da sind feindliche Digimon. Und hier ist ein Peldramon in der Umgebung. Ich glaube nicht, dass ich hier gegen irgendwas antreten möchte, was hier in der Umgebung so rumsteht. Ist da vorne ein NPC? Argumon Schwarz, du bist ein NPC, oder? Hi. Die Piraten sind weg, aber wir bleiben hier, weil wir kein Zuhause haben, zu dem wir zurückkehren können. Cool. Bodyblock. Puh. Yep. Irgendwie überlebt. Irgendwo hier vorne soll man angeln können, habe ich gehört. Nicht? Da, X, angeln. Ja, ich würde sagen, wir angeln eine Runde. Haben wir sonst nichts zu tun, ne? Angeln! Angel ausgeworfen. Geduld eingeleitet. Angeln fehlgeschlagen. Stimmt, ich muss aufs Ausrufezeichen warten, nicht darauf, dass sich der Bopper boppelt. Ich hoffe, unser normaler Köder reicht hierfür. Angeln ist nicht unbedingt die spannendste Betätigung, muss ich leider sagen. Oh. Und wir haben ein Digi-Setzling. Okay. Schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal ein Teil von dem ganzen Kram, den wir sammeln sollen. Wir angeln weiter. Wir haben Digi-Thunfisch. Brauchen wir nicht. Normaler Köder. Digi-Thunfisch gehört nicht zu den vier Fischen, die wir momentan suchen. Okay. Oh, unsere Digimon müssen aufs Klo. Stopp. Naja, gut, jetzt kann ich auch durchangeln. Mal eben warten. Angeln ist immer so spannend, ich weiß. Zack, es ist Digi-Setzling. Nicht ganz das, was ich haben wollte. Unsere lieben Digimon müssen aufs Klo. Also, zumindest einer muss aufs Klo, glaube ich. Also, er hat Toilettengebrauch vor sich, aber Cubimon scheinbar nicht. Boom! Zumindest eine Toilette. Rump. Yay. Da ist er glücklich. Ja, soweit so gut. Dann können wir noch ein bisschen weiter angeln. Normaler Köder. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir andere Köder herkriegen sollen. Ich vermute mal von Seedramon. Wenn wir ihn denn glücklich machen können. Also. Ich konnte nichts angeln. Der Köder kommt übrigens von alleine manchmal einfach wieder rein. Bin ich jedes Mal so dämlich, aus Versehen X zu drücken. Ich hoffe, wie gesagt, wir kriegen die anderen Fische überhaupt. Bis jetzt haben wir nur die Gesetzlänge. Kann natürlich sein, dass wir... dass wir irgendwo in andere Gebiete gehen müssen und hier nur die Setzlinge kriegen, die wichtig sind und in anderen Gebieten der Welt die Sachen kriegen, die Seedramon haben möchte. Ein weiterer Digi-Setzling. Aber ich angel mal noch ein bisschen. Vielleicht kommt hier jetzt gleich noch was. Das ein oder andere Mal noch. Achtung. Nein. Kam automatisch wieder rein. Normaler Köder. Vielleicht sind die Fische auch einfach nur selten. Kann natürlich sein. Ich habe keine Ahnung, wie das Angeln genau funktioniert. Achtung. Ja. Ein Digi-Arowana gefangen. Also da sind auf jeden Fall noch andere Fische, die wir bis jetzt noch nicht haben. Die Frage ist, hat das hier auch was mit Tageszeiten und Wetter und sowas zu tun? Digi-Lachs gefangen. Also noch ganz viele, die wir bis jetzt noch nicht gefangen haben. Aber ich glaube, Digi-Lachs gehörte auch nicht zu den Fischen, die wir brauchten. Für irgendwas.
Was ein bisschen ärgerlich ist. Oh no. Kam wieder einfach rein. Es vergeht leider sehr viel Zeit fürs Angeln. Sieht man oben links. Irgendwie 10 Minuten pro Angelversuch oder so. Achtung, wir warten weiter. Ein weiterer Digi-Setzling. Normaler Köder. Raus damit. Irgendwo müssen noch die Fische sein, die wir suchen. Wir müssen Zidraman glücklich machen, damit er in die Stadt kommt und einen Angelteich anlegt. Noch ein Digi-Setzling. Ich guck nochmal schnell rein, weil ich sowieso schon wieder alles vergessen habe. Setzling, Karausche, Koi. Hier gibt's auch keine Kois im Meer, oder? Karausche, ist das nicht ein Flussfisch normalerweise? Also Digi-Setzling haben wir schon mal. Und Renamon wollte Digi-Karpfen. Ich versuche mal an anderen Orten zu angeln, in der Hoffnung, dass uns das weiterbringt. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder rauskommen. Da vorne waren immer noch die beiden Blackies. Huch! Feuerjaro ist krank? Das ist Feuerjaro krank? Was passiert? Mag er das Gebiet hier nicht oder so? Items. Medizin. Ach, Feuerjaro ist krank, nicht Freezer. Feuerjaro hat sich von der Krankheit erholt. Komisch. Ja, Stingmon meint, wir haben seine Hilfe nicht verdient, von daher können wir mit Stingmon nichts anstellen. Sieht so aus, als wäre hier etwas, nämlich ein ganz toller Pilz. Digi-Sprösslinge halten. Hey, haben wir deine Hilfe jetzt verdient? Nö, haben sie immer noch nichts zu sagen. Weird. Ja, gut. Hier vorne in der anderen Richtung war aber, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Fragezeichen? Wer ist da? Ja, die beiden, ehrlich gesagt, das sind schon zwei. Es kann gut sein, dass sie ein Two-on-Two gegen uns haben wollen. Von daher habe ich ein bisschen Angst vor denen. Wir speichern mal vorher. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Chance gegen die haben. Im Notfall kann ich dann neu laden. Ja. Wir haben immerhin das ganze Gebiet hier irgendwie geschafft zu erkunden. Das sollten wir festhalten. Hi! Ist der Mensch da, Blacky? Sieht so aus, Blackosaurus. Ich hatte mir gedacht, dass er jetzt kommen würde. Hey Mensch, das ist Captain Mott! Habe ich schon rausgefunden. Ich habe schon ein bisschen erkundet und mit Leuten geredet, die uns alle irgendwie nicht wirklich helfen wollen. Die mögen uns ja alle nicht. Ja, wir kennen das Gebiet jetzt schon. Dieser Ort war früher ein Piratenversteck. Sieht man an den verkommenen Schiffen, die überall rumstehen. Warum die Piraten noch immer ihre Schiffe alle hier gelassen haben. Jetzt deuten nur noch verlassene Schiffe auf sie hin. Und viele starke Digimon, die sie belagern. Wie zum Beispiel ein Peldramon, das einfach rumsteht. Aus Gründen. Du kannst den Schiffen und der Brücke folgen, um ein Gebiet im Norden zu erreichen. Um ehrlich zu sein, waren wir Piratenlehrlinge. Aber sie zogen ab, bevor wir echte Piraten wurden. Jetzt haben wir das Ziel, die stärksten von allen zu werden. Daher haben wir gewartet. Auf dich. Wenn wir deine Kombination besiegen, sind wir berühmt. Genau, tut mir leid, aber du wirst verlieren. Ich wusste es. Ich wusste sowas von. Da habe ich 10 Kilometer gegen den Wind gerochen. Okay, dann kämpfen wir mal gegen die beiden und hoffen, dass wir irgendeine Chance gegen die haben. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil wenn ich schon sehe, was hier so für Digimon in der Umgebung rumstehen, glaube ich nicht, dass die beiden irgendwie viel schwächer sind. Ach, die Schande sein werden. Ja, natürlich den Schaden an. Und den Schaden, den wir dagegen machen. Blocke. Schnell. Feuersturm. 10 Schaden. Wow, also, ja, komm, das ist witzlos. Das ist wirklich komplett witzlos. Wir gehen wieder in das Spiel zurück. Das bringt nichts, die herauszufordern. Digimon World, next order. Ich beordere lieber, an denen vorbeizugehen. Herunterladbarer Inhalt wird bestätigt. Bla und geblubbe und gebläh. Jaja. Hab sowieso gerade das Internet ausgeschaltet, weil das vorne und hinten nicht funktioniert und wir andauernd irgendwelche Meldungen von einem Spiel kriegen, beziehungsweise von der Konsole kriegen. Hey, du hast gerade keine Internetverbindung, was ist los? Schabiladen. Jupp, warte bitte. Next order. Okay, also wir haben es irgendwie hier vorne an die Stelle geschafft, bis zu diesen Gegnern zu kommen, aber an denen vorbei ist schwierig. Mal gucken, ob wir es schaffen, uns da vorne irgendwie reinzuquetschen. Da sind fette Demi-Devimons. Könnte unmöglich.
Das war nicht so gedacht. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Ja, die nehmen aber Schaden, also sie sind besiegbar. Oh Gott, oh Gott, die Schadenswerte. Oh, ich sehe, kriege ich Krise. Leute, nehmt euch Discs. Wir können nichts machen mit ihm. Du kannst mal versuchen, Schaden zu blocken. Sehr gut. Trotzdem massig Schaden genommen. Wow. Leute, macht was. Feuerturm. Spin to win. Bist du nah genug dran für Spin to win? Natürlich nicht. L, verteidige dich mal eben. L, mach einen Feuerturm. Trainer, so High Discs. Nope. Kyubimon ist down. Regendisk für Kyubimon. Schaffen wir's? Hier, nimm. Steh auf. Spin to win. Spin to win. Ich stehe gerade gut für Spin to win. Heil Discs fürs Team. Ja. Sehr gut. Wir regenerieren irgendwie wieder hoch. Du stehst zu weit weg. Kannst du was machen? Ja. Kannst du. Heilungsdisk rauswerfen. Sehr gut, er ist ausgewichen. Zwar aus Versehen, aber er ist ausgewichen. Das ist alles, was zählt. Okay. Spin to win. Machst du tot? Yes, einer ist down. Sehr gut. Oh, er macht was. Blocken. Okay, wie sieht die Befehlskraft aus? Sehr gut, ich kann Feuerturm einsetzen. Blocken. Oh, ich kann nicht blocken. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Mach was. Verdammt, blocken. Heilungsdisk kommt wahrscheinlich jetzt zu spät. Kann ich noch... Ne, ich komme nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Doch, sehr gut. Glück gehabt. Okay, digitales Ionenwasser, MP-Disk. Außerdem einiges an Stats gekriegt. Sheesh, das ist viel Items. Digitales Ionenwasser kannst du nicht tragen. Wir haben bestimmt irgendwelche Fische, die wir jetzt wegschmeißen können. Wie... Digitunfisch, ein sehr großer Fisch, der schwer zu fangen ist. Wollen wir wahrscheinlich nicht wegschmeißen. Sehr großer Meeresfisch, gebacken sehr lecker. Brauchen wir den Digilachs für irgendwas? Ich meine nicht, ne? Wir brauchen auf jeden Fall den Digi-Arowana für... Ach komm, wir tun irgendwas weg, was überhaupt nichts wert ist, wie zum Beispiel das Kratzgras hier. Ablegen. Ja. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ihr verletzt sein werdet. Aber ihr habt sehr gut gekämpft, Leute. Sehr gut gekämpft. Monsaimon Strange, wäre Garurumon, Guess, Mach Gaogamon, Weiß, Weisheit, Black War, Grollmon, Stärke, alles interessante Werte, muss ich sagen. Ja, dann dürft ihr jetzt mal Pflaster zu euch nehmen. Pflaster. Wo sind sie denn? Ach, da sind die Pflaster. Guten Appetit. So, des Weiteren kannst du mal Heildisco noch eine zu dir nehmen. Zack. Okay. Kann sein, dass wir jetzt sowieso sehr bald einen Autopiloten benutzen. Du kannst keine weiteren Unglückspilz mehr tragen. Unglückspilz? Okay. Gibt's noch irgendwelche Items, die weg können? Bestimmt. Oder bestimmt irgendwas, das ich einfach wegschmeißen kann. Wie die Digi-Sprösslinge hier, die legen wir jetzt einfach mal ab. Dann nehmen wir einen Unglückspilz mit. Weiß ich nicht genau, ob ich den haben möchte. Ob das sinnvoll ist, den mitzunehmen, aber wir machen es auf jeden Fall. Was haben wir hier Feines? Digi-Schwarzholz. Ganz viel davon. Noch mehr Digi-Schwarzholz. Kriegt man hier schon mal sehr viel von. Digi-Hexenholz einmal erhalten. Was ist das hier? Irgendein Metall. Digi-Kupfer, Digi-Silber einmal erhalten. Vorne liegt noch eine Nuss auf dem Boden. Nehmen wir auch mit. Wenn wir uns schon den Weg hierhin freikämpfen, dann sammeln wir auch ein, was wir mitnehmen können hier vorne in dem Gebiet. Cap Mods, Modshift 3.0. Gegner in beide Richtungen. Schauen wir mal auf die Karte. Karte sagt, da vorne geradeaus ein Sidequest. Kommen wahrscheinlich nicht hin, oder? Sind viel zu viele Gegner in der Umgebung. Ja, keine Chance. Da kommen wir nicht hin. Okay, Team, kommt mal wieder zusammen. Ich weiß, damit habe ich meine Heildisks verschwendet, aber ist schon okay. Wir verfüttern einen Autopiloten. Ab nach Hause, Leute. Autopilot angewendet. Floatienzentrum. Da gehören wir hin. So, gesammelte Materialien in der Stadt gelagert. Okay. Können wir, nachdem wir ein bisschen gesammelt haben, irgendwas beim Architekten ausbauen? Gucken wir eben bei Wemon rein.
Nein, 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 nein. Mal ebenso können wir auf jeden Fall nichts ausbauen. Wie sieht es mit dem Trainingsraum aus? Wir brauchen immer noch Mithril, haben wir gar nicht. Wir haben auch ganz viele Sachen, die wir überhaupt nicht haben. Ich würde so gerne den Trainingsraum ausbauen. Ich meine, das ist immer noch das Wichtigste, was uns irgendwie fehlt. So bessere, noch bessere Trainingsmöglichkeiten. Wir gehen nochmal zum Trainingsraum rüber, denn ich glaube, wir haben heute noch nicht mit Quaggamon geredet, also bevor ich das vergesse. Ach, mach besser etwas Platz frei. Ich muss erst zum Lager gehen. Hab ich eigentlich mit dir geredet? Ich rüste Trainingsgerät auf, ja, das weiß ich ja schon. Hä? Ach, den muss man dafür bezahlen. Ich dachte, der macht das durch pure Anwesenheit. Ah. Okay. Also für 10.000 Bit jeweils macht er unsere Geräte besser. Das heißt, wir müssen dringend Bit sammeln gehen. Okay. Das ist natürlich meine Info. Wahrscheinlich, ich habe mit Kabuterimon, glaube ich, nur ein einziges Mal geredet. Da hat er sich wahrscheinlich nur vorgestellt und hat seinen eigentlichen Dienst noch gar nicht angeboten. Ja, gut. Wir machen erstmal wieder eine Pause hier an der Stelle, nachdem wir noch ein neues Gebiet erkundet haben und erfahren haben, wo unsere nächste Steinwand ist, an der wir nicht vorbeikommen mit unserem momentan viel zu schwachen Team. Ja, also müssen wir wohl erstmal Geld sammeln, um unsere Trainingsgeräte zu verbessern. Na, das wird ja was. Also, bis zum nächsten Mal. See ya!